Die Stimmung bei den Straubing Tigers eine Woche vor dem Saisonstart ist absolut positiv, auch wenn man am vergangenen Wochenende in den beiden Spielen gegen die Black Wings aus Linz zweimal leer ausging. Vor allem der 3:6-Niederlage am Sonntag in Oberösterreich konnte Coach Dan Ratushny aber viel Positives abgewinnen. Das Spiel in Linz war aus meiner Sicht trotz des deutlicheren Ergebnisses viel besser als zwei Tage zuvor in Straubing. Wir haben zwar in der Defensive ein paar Fehler gemacht, aber die Intensität und unser gesamtes Auftreten war schon sehr ordentlich. Um den angeschlagenen Spielern vor dem Saisonstart noch einmal die Möglichkeit zur Regeneration zu geben, hat der Tigerdompteur Anfang dieser Woche drei eisfreie Tage eingelegt. Eine Entscheidung zur rechten Zeit. Ja, war auf jeden Fall gut. Also mir selber und ich denke den anderen auch hat es sehr gut getan. Wir haben auch ein paar Verletzte, kleine Wehwehchen, die man ausheilen kann. Und überhaupt, dass man wieder einen frischen Kopf fürs Eis kriegt, also an sich war das nicht schlecht. Und vom Zeitpunkt her gut gewählt, weil jetzt geht es ja dann eh schon los. Also hat alles gepasst. Gerade Michael Endras darf man getrost zu den Gewinnern der Vorbereitung zählen. Nach verhaltenem Beginn hat er sich kontinuierlich gesteigert, wird aber trotzdem vorerst wohl nur in der vierten Reihe auflaufen. Ja, also ich bin ein neuer Spieler hier, muss mich natürlich erst zeigen und braucht auch seine Zeit oder die letzten Spiele. Und ich probiere es halt so gut, wie es geht, dass ich reinkomme. Und egal, wo ich dann spiele oder wo ich eingesetzt werde, muss ich halt alles probieren. Die letzten Spiele sind zum Glück gut gelaufen, immer besser eigentlich. Ja, und da probiere ich natürlich weiterzumachen. Die letzte Gelegenheit dazu in der Vorbereitung gibt es also am Sonntag gegen die Augsburger Panther, allerdings voraussichtlich ohne den angeschlagenen Andy Canzanello, der noch geschont wird. Ansonsten könnte vor allem in der Offensive die Aufstellung schon Aufschluss geben für den Saisonstart in Berlin. Schon vor der Verletzung von Tyler Beechey hat mir sein Zusammenspiel mit René Röttke und Carl Stewart sehr gut gefallen. Vor allem in München, denke ich, waren sie unsere beste Reihe. Blaine Down hat als Center einige Tore erzielt, aber auch auf den Flügeln ordentlich gespielt und sich Chancen erarbeitet. Wir werden uns am Sonntag noch einmal alles anschauen und wenn es noch Grund zu Veränderungen gibt, werden wir das auch machen. Mit einer anständigen Leistung wollen die Tigers also bei der Generalprobe gegen Augsburg noch einmal Selbstvertrauen tanken für den Saisonstart, unabhängig vom Endergebnis. Natürlich will man immer gewinnen, aber viel wichtiger ist, dass da jeder super Leistung bringt, dass er mit sich selber zufrieden in die Saison starten kann. Und ja, also von daher auf jeden Fall sehr wichtig. Die viel diskutierte Powerbreak gegen Mitte eines jeden Drittels macht den Straubingern übrigens nichts aus. Das kann dir einerseits helfen, aber auch wehtun. Wenn es gerade gut läuft, ist es sicherlich nicht optimal. Auf der anderen Seite kann es auch von Vorteil sein. Es ist so, wie es ist, und vielleicht kann man nach ein paar Spielen noch einmal darüber diskutieren. Die Bilder von der Generalprobe gegen Augsburg sehen Sie dann natürlich wie gewohnt am kommenden Montag hier bei Donau TV Sport.